uns jetzt mal Star und Schmo mit Schnapsidee gönnen. Also, jetzt erstmal eisgekühlten Pomolunder raus und dann Abfahrt, ne? Oh. Nein, und durchdrehen oder keine Ahnung, Propellerfritze. Portioniere den Gedankenschwall, ja, mein Freund, es hackt bei mir. Lyrisches Sashimi-Orgie, hau mir eine Axt ins Hirn, während dir der Rest eklig verfaulten rohen Lachs serviert. Wo aus dich kunstlich niveauloseste Schnacken wird. Übel fasst man klangwitzlich im Nacken, Sprenger sammelt. Wenn dein schmuddeliger Einheitsbrei auf Plattentellern gammelt. Zur Seite mit dem Rap von dir, Medien, Kasper. Mit noch weniger Geschmack als ein leeres Glas Wasser. Hält sich für den Titan-Shit, Mike-Soldat, der pfeifend ist. Bis du meine Fantasie im Reimformat beim Cyphern triffst. Findest deine Eier nicht, Mundwerk schießt nach loser Phase, denn in meiner kranken Welt ist Emma steht der Osterhase. Rekorde deine Todesschreie, schnibbel sie zu Adlib. Trotzdem lösche ich deine Stimme aus dem Kollektivgedächtnis. Denn du gurgelst Blut mit Autotune. Deine fette Kuh schwabbelt im Club mit ihrem Bauch dazu. Lebenslänglich deutsches Wetter hoch, du seht den Texten, was. Ja, nice, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber das Ding geht ja nur eine Minute 42. Und dann denke ich mir, okay, was ist mit dem anderen? Der Schmo, der hat auf jeden Fall die übelsten Moves drauf. Ihr müsst da mal richtig drauf achten, wie er die ganze Zeit da übelsten Skills rauspackt mit dieser richtig nicen Kette auch noch, ne? Übelste Chain am Start, also nice. Positive Message, dir wie Crow die Finger brechen. Eine Strophe bringt Procession, ganz halt dich nach Tränen. Da präsentiert er nochmal die fucking nice Chain. Scheiße, Alter. Und dieser Blick, guckt euch mal diesen Blick an. Mega nice. Blick für die Götter. Ja, also, ich finde es halt auch vom Beat her ein bisschen low. Also, der Beat ist ein bisschen zu chillig, finde ich. Ja, das Video ist entspannt, ne? Ich finde es auch ein bisschen lustig, halt, wegen dem Kollegen, der die ganze Zeit immer die Chain in die Kamera hält. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Schmo, oder? Oder ist es doch der Star? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr cooler Zeitgenosse. Also mit dem kann man hundertprozentig einen Faxe trinken. 100%. Und auch ein 5-0er. Bin ich mir sowas von sicher. Ja, und ansonsten textlich konnte ich jetzt nicht komplett folgen, weil ich die ganze Zeit immer auf seinen Kollegen immer gucken musste, weil das ist einfach nur zu geil. Mit der Chain die ganze Zeit und auch diesen Trainingsanzug noch dabei und. Scheinbar ist den beiden noch kalt, also, obwohl ich trage ja auch immer gerne meine Mütze so. Lakers, ihr wisst Bescheid. Aber ansonsten so ist cool. Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Titel zu tun hat, so der ganze Song. Schnapsidee. Hab da jetzt noch nicht so die Brücke gefunden. Aber vielleicht war es ja. Es ist zwar bestimmt auch mehr auf Humor aufgebaut, ne? Hektoliter Regentropfen, die sie aus dem Jenseits goss. Jeder dieser Weggenossen, der so Richtung Himmel hing, ist ein Grund, warum mein Flower Mike die Sinnflut bringt. Arscheplatz vor Paarheim in dieser Noah feiert mich. Vor allem, weil es in meinem Text kein Schlauchboot für Frau Weidel gibt. Und weil man Karma nicht verklagen kann. Statsch Schmuck. Oh, das war ein richtig krasser Move gerade. Habt ihr den gerade gesehen? Mega nice. Diesen Move. Warte. Nice, nice, richtige Boygroup-Feelings auf jeden Fall. Aber kein Disrespect an die Jungs. Also stabil gerappt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was es jetzt mit dem Titel eigentlich auf sich hat, aber ansonsten auf jeden Fall nice. Kann man sich gut geben. Guck mal, die Battle Rap Bundesliga ist in the building. Was geht ab? Jo, jo, jo. Guck mal, jetzt habe ich die BAB hier beschworen. Der alte Geisterbeschwörer hier. Hat er einfach mal die BAB hier reingeseppt. Nice. Auf jeden Fall nice. Check die BAB ab, die Battle Rap Bundesliga. Mega geil. Geht alle hin. Kauft Tickets. Pay-per-view und so. Ihr wisst Bescheid. Ah, okay. Also ist der STA, das ist dann der gute Zeitgenosse hier mit der Sonnenbrille und jetzt hat er sogar der Kapuze auf.
und diesen starken, geilen Chain. Mega nice auf jeden Fall. Und jetzt wissen wir Bescheid. Schmo ist natürlich der, der jetzt gerappt hat. Und der Statist im Video, das ist der Star. Nein, STA. Also ist jetzt nicht wie bei Ramses der, ne, mit der YouTube-Kacke, sondern ihr wisst Bescheid. Aber die Komfi abchecken, ne? Wenn YouTube-Kacke über Ramses, die Komfi. Super Typ. Schraub die Beats. Nein! Geil! Wie das einfach so kam. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Nice, nice. Ey, sorry. Ey, das sind Freudentränen. Ohne Scheiß. Ich feiere das. Einfach zu gut. Einfach zu gut. Ja, yeah, die BRB-Bundesliga. Dankeschön. Dankeschön, Brudi. Die Brudis. Ja, die haut gerne Werbung raus. Ich schaue auch mal gerne Werbung für euch raus. Kauft auch Merch. Alles, ihr wisst Bescheid. Ganz, ganz wichtig, Mann. BRB. Da bekommst du richtig feinsten Battle Rap in your face. Und alle ist so eine Crack auch noch abonnieren, ne? Das muss alles gesagt werden. Jetzt kann mir Native auch nicht mehr sagen, ich hätte das nicht erwähnt, weil der hat mich auch groß gemacht. Deswegen. Scheiße. Ey, geil. Geil. Also Smo oder Schmo. Auf jeden Fall ziemlich nice. Nice am Bewegen. Aber wirklich diese Bosshafte gerade vom STA. Nice, nice, nice. Ja, Mann, auf jeden Fall. Mit diesen Worten wollen wir doch mal diese Jungs supporten. Ey, ich habe wirklich Spaß gehabt an dem Ding. Ey, das ging nur 1 Minute 42, ne? Und ich habe da bestimmt eine halbe Stunde Spaß dran gehabt. Gefühlt. Mega nice. Was war das denn? Ich hoffe. Wow, habe ich jetzt Geister beschworen und jetzt sind auf einmal welche hier? Verdammte Scheiße, ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie gleich die Ghostbuster rufen. Alter, wie im Film, die Geister, die ich rief, kommen jetzt auf einmal da ein paar und besuchen mich. Aber das war doch über Weihnachten, oder nicht? Doch, kommt zu früh. Das kann doch nicht wahr sein. So, egal, Spaß beiseite. Auf jeden Fall supportet die Jungs.